Der Klaus, mein Mann, hat Gedichte geschrieben. Hat mir jeden Morgen vor dem Aufstehen auf mein iPad geschickt. Und ich habe das dann gelesen beim Frühstück oder auch später. Und habe dann gesagt, ah, das ist wunderbar. Und einige waren auch total blöd oder haben nicht zu mir gepasst. Und Gimelemik ist ein Pseudonym natürlich, das wissen wir ja alle. Und er hat sich halt hinter diese Figur gestellt, die mir Angelika Briefe geschrieben hat. Ich habe mir irgendwas ausgesucht und habe mal angefangen und geschaut, ob das was wird, ob es in die Nähe kommt, ob das über den Text was aussagt. Das, also nur für mein Gefühl natürlich. Und als es dann so fast fertig war, hat er sich natürlich auch angeschaut und war eigentlich immer einverstanden. Eine Botschaft. Eine Botschaft könnte sein, dass man ein Format vor sich hat und vielleicht mal probiert, ganz genau zu schauen, was man sonst im Leben eigentlich selten macht, hat nie Zeit für irgendwas. Und ich wünsche mir, dass die Leute sich sogar dort hinsetzen und wirklich betrachten und dann vielleicht auch was spüren oder auch nichts spüren und abgestoßen sind, was weiß ich. Das wäre es eigentlich für mich, dann wäre ich schon zufrieden, ja.